Hallo und willkommen zu diesem Video über die Autoszene von Mauritius. Ist das nicht furchtbar ironisch? Na gut, legen wir los. Mauritius, diesen kleinen 2000 Quadratkilometer großen Fleck im Indischen Ozean, nannte ich mein Zuhause für 5 Monate. Ungefähr 1,3 Millionen Einwohner gibt es hier und mit Personen kommen Autos. Und da komme ich ins Spiel. Mein Ziel, als ich dahin kam, war es herauszufinden, gibt es eine Autoszene auf Mauritius? Internetresultate sahen nicht sehr vielversprechend aus, aber ich vertraue ja eh nur mir selbst. Und nach 5 Monaten da drüben denke ich, kann ich eine gute Schätzung abgeben, wie die Szene da drüben so aussieht. Also, gibt es Supercars? Nein. Da drüben gibt es einen ganz anderen Maßstab, welche Fahrzeuge zur Luxusklasse gehören. Autos wie zum Beispiel der Cayman da hinten oder Mercedes, Jaguars, BMWs gehören da schon zur Oberklasse, zu den Top 1%. Wenn man dann ein Auto wie einen BMW i8 da drüben fährt, dann ist man der absolute King der Insel. Viele Alltagsfahrzeuge kommen von dem asiatischen Markt, aber keine JDMs, nichts Aufregendes, nur langweilige Alltagsautos von Hyundai, Nissan oder Honda. Dazu gehören größtenteils Kleinwagen, Limousinen, Pickups, SUVs, aber deutlich weniger wie hier, und Kastenwagen. Eigentlich sind alle Fahrzeuge viertürige, Coupés gibt es da drüben eigentlich gar nicht. Ich schätze, die Leute da drüben sind einfach sozialer wie wir. Oder sie haben einfach so wenig Geld, dass sie sich nur ein Auto leisten können und sie deswegen einen familientüchtigen Viertürer kaufen und kein anderes Fahrzeug. Aber das könnte nur meine persönliche Einschätzung sein. Leider haben die Leute da drüben genauso wie hier einen nicht besonders auffälligen Geschmack, wenn es um die Farben geht. Es dominieren Grautöne wie Silber, Schwarz, Weiß und so weiter. Keine auffälligen Farben, von denen ich jetzt berichten könnte. Was noch seltener ist, wie ein farbiges Auto da drüben zu sehen, ist allerdings ein Oldtimer. Ich schätze, die Leute da drüben haben einfach kein Geld, um sich ein zweites Auto leisten zu können, welches dann noch sehr oft kaputt geht und Ersatzteile schwierig sind zu organisieren. Deswegen habe ich, glaube ich, in der gesamten Zeit, wo ich drüben war, gerade mal 2 oder 3 fahrende Oldtimer gesehen. Die restlichen anderen Oldtimer waren alles verschollene Scheunenfunde, die ich irgendwo gesehen habe, die entweder verstauben oder verrosten, so wie dieser Mini Clubman oder dieser VW Käfer. Auf diesem Käfer habe ich sogar einmal bei einem Fotoshoot Kinder gesehen, wie sie auf dem Käfer rumgesprungen sind und sich überhaupt nicht interessiert haben dafür, ob Beulen reinkommen oder irgendwelche Scheiben zerspringen. Da drüben schätzen Leute einfach Oldtimer nicht so, weil sie nirgendwo rumfahren. Ein Auto wird gefahren, bis es kaputt geht, dann wird es weggeschmissen und dann wird ein neues gekauft. Es läuft nicht so wie hier, wo wir unsere Autos schätzen, wie zum Beispiel ich Amelia oder so. Heißt es also, dass es da drüben absolut gar nichts gibt? Nun, das würde ich nicht sagen. Selbst da drüben gibt es Autoenthusiasten. Und mit wenig Geld und nur einem Auto gibt es also nur eine Möglichkeit. Es ist zwar auch weiß und es ist nicht die richtige Größe, aber es sieht aus wie Reis. Sie reißen ihre Fahrzeuge. Viele Fahrzeuge, die gereist wurden, die ich gesehen habe, waren tatsächlich sehr, sehr simpel gemacht. Eigentlich waren es nur ganz normale Alltagsfahrzeuge, meistens Fronttriebler, wo ein riesiger großer Heckspoiler installiert wurde. Was aerodynamisch natürlich absolut keinen Sinn macht, weil dadurch die Front hochgehoben wird und so das Auto weniger Grip hat. Aber die Leute finden es schick, wie zum Beispiel bei diesem Renault hier. Dann gibt es manche, die es etwas weiter treiben. Ich habe manche gesehen, die haben ein bisschen ein Bodykit drauf und vielleicht ein bisschen so Tribal-Sticker über dem Auto verteilt. Ein Beispiel hat mir dabei sehr gefallen, das ist dieses Auto hier, das ich im Hotel gesehen habe, da wo ich war. Es ist so das perfekte Beispiel für die Autos da. Absolut schreckliche Farbe, aber halt dieses Sticker drauf. Was mir besonders gut gefallen hat, ist bei diesem Frontspoiler hier, der ist mit Kofferclips festgemacht. Der wurde nicht geschraubt oder nicht innen irgendwie so, wie sich's gehört, schön hingemacht. Nee, einfach Kofferclip hinhängen, zack, drin. Ich schätze, es ist vorteilhaft, dass wenn diese Stoßstange kaputt geht, sie einfach ausgetauscht werden kann. Aber es sieht schon ein bisschen sehr seltsam aus. Die Fugen um die Scheinwerfer hier sind mit Dichtfugenmasse zugeklebt. Also alles in der Werkstatt selber gemacht. Wahrscheinlich nicht mal Werkstatt, einfach vorm Haus selber gemacht. Auf Details wird da drüben einfach nicht so geschaut, weil die Leute nicht das Geld haben, um auf jedes Detail zu achten. Also hatten manche Fahrzeuge einen abblätternden Lack oder nicht exakt dieselben Farbtöne von Tuningteil zu tatsächlichem Fahrzeug oder einfach ausgeblichene Farben. Es gibt auch ein paar wenig stilvoll gemachte Fahrzeuge, wie zum Beispiel diesen Honda Civic, den ich bei meiner Uni gesehen habe, der eigentlich nur tiefer gelegt ist, ein paar schöne Felgen drauf, vielleicht ist die Farbe anders und definitiv ein Tuning-Auspuff drauf.
Ich habe sogar ein kleines Video vor dem gemacht, aber das lohnt sich nicht exklusiv zu machen. Ansonsten gab es sehr viele Kleinwagen, die modifiziert wurden. Vor allem muss man sagen von jungen Leuten in dem Fall. Wie zum Beispiel dieser gelbe Nissan Micra, der einem Studenten an der Uni gehört hat, wo ich war. Oder dieser Honda Fit mit sehr stilvollem Tribal drauf. Oder ein anderer Favorit von meinem war dieser Honda CRX. Komplett weiß, eigentlich ein Standardfahrzeug, aber mit diesen sehr stilvoll gereisten Tuning-Teilen drauf. Im Grunde kann man sich das Tuning da drüben vorstellen wie Need for Speed Most Wanted oder Fast and Furious, Mitte der 2000er. Einfach Tuning-Teile draufschrauben, Tribals auf der Seite, irgendwelche total kitschigen Tuning-Felgen, aber dann nichts an der Power machen und nichts an der Performance. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche der Autos nicht tiefer gelegt sind, sondern einfach die Federn und die Stoßdämpfer so kaputt und durchgeschlagen sind, dass das Auto einfach tiefer an der Straße ist. Ich kann mir nicht vorstellen, warum da drüben irgendjemand sein Auto absichtlich tiefer legen wollen würde, bei den ganzen Speedbumps, die es da drüben gibt. Unter diesen Tuning-Fahrzeugen waren auch zwischendrin ein paar echte Gems dabei, nämlich Lancer Evos und Imprezas. Viertürige Fahrzeuge sind da drüben ja sehr verbreitet, also macht es Sinn, diese Autos zu fahren. Ich bin mir relativ sicher, es waren keine echten Evos und STIs, aber sie waren auf jeden Fall visuell so modifiziert, dass sie aussehen wie echte Evos und STIs. Ansonsten gibt es da drüben ein paar schöne Hot Hatches. Ich habe zum Beispiel einmal an einem Clubabend neben dem Club einen echten Mark II Ford Focus RS in Ultimate Green gesehen, was mich sehr gefreut hat. Wir hatten nämlich mal so ein Auto. Und es hat mich echt überrascht, dieses Auto zu sehen, weil mit dem Auto auf Mauritius zu fahren, ist relativ gefährlich. Leute interessiert es nicht, ob sie einen Kratzer in dein Auto reinmachen. Und bei diesem Auto, vor allem mit dieser Farbe, ist es sehr schwierig, Kratzer rausmachen zu lassen. Wahrscheinlich würde er sie einfach drin lassen. Ja, und das war es eigentlich mit der Autoszene auf Mauritius. Es gibt einfach nicht sehr viel mehr. Aber ich muss sagen, es hat mich schon ziemlich amüsiert, diese Autos auf der Straßenseite zu sehen und sie zu fotografieren. Ich meine, es ist besser als gar nichts. Ja, und der Rest ist leider gar nichts. Es gibt keine Rennstrecke, es gibt kein Hillclimb-Event. Es gab mal eine Go-Kart-Bahn, als ich ankam, aber die wurde dann zugemacht. Meine einzige aktive Beschäftigung da drüben war im Internet nach Autos zu suchen und Listen zu machen. So wie diese Liste von interessanten Rennwagen für ein potenziell fiktives Rennspiel. Ja, mir war wirklich so langweilig. Ja, und das war's soweit mit diesem Video. Driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button. Ja, und ich gehe jetzt wieder rein, weil es wird langsam echt kalt. Also, bis nächste Woche. Ciao.